herzlich willkommen zurück zu Elex 2. Wir haben beim letzten Mal ein Level-Up gehabt und das werden wir natürlich gleich mal ausnutzen. Achso, wie viel Stärke brauchen wir nochmal? 74 Stärke, ja, da kommen wir noch nicht hin. Das heißt, wir werden noch ein paar Level-Ups brauchen. Dann können wir einmal gucken nach Fähigkeiten. Da brauchen wir auch 75 für. Resistenzen erhöhen wir. Dazu brauchen wir einmal einen Lehrer. Haben wir hier wieder den Kampfausbilder. Der ist ja schon sehr praktisch dafür. Nun, der ist der Kampf gegen die Alps da. Der hat mir schon gezeigt, dass es schon ganz gut wäre, ein bisschen mehr Resistenz zu haben. Und dann machen wir einmal. Der brauchen wir 85 für. Das ist ein bisschen unrealistisch. Zack. Perfekt. Dann müssen wir wieder da rein. Da rein. Und zack. Dann gucken wir nochmal ins Inventar nach Elex-Beuteln. Ich glaube, Elex-Tränke haben wir gerade keine. Nee. Aber Elex-Beutel hatten wir noch. Na also. Dann können wir uns die 50 nochmal holen und dann, ja, wollte ich ja mit den Gefährten weitermachen. Da machen wir mit Nyra weiter. Die befindet sich auch hier. Das ist ja nicht so weit weg. Müssen wir vielleicht gar nicht so weit laufen. Haben wir hier eigentlich schon gelootet? Stimmt, oder? Ja, sieht so aus. Der Tresor ist auch leer. Hier ist nichts mehr. Außer ein bisschen Heilkraut. Achso, der war. Sturm war ran wieder. Na gut. Ja, komme ich jetzt so nicht hin. Und nach oben. Ja, oben ist immer so eine Geschichte. Achso, ist dann hier unten. Na, hier sitzt sie ja. Hey, was machst du denn hier? Ich hatte schon befürchtet, dass du mich finden würdest. Warum kannst du mich nicht einfach ziehen lassen? Ich habe zu viel in dich investiert, um dich jetzt einfach wieder aufzugeben. Eine sehr nüchterne und sachliche Erklärung. Doch kaufe ich sie dir nicht ganz ab. Mehr wirst du nicht bekommen. Du wirst mir jetzt erst einmal erklären, was der Unsinn hier soll. Es sind die freien Menschen. Bei meinen zahlreichen Bemühungen, mein Volk zu schützen, habe ich viel über die anderen Gemeinschaften gelernt. Ich musste erkennen, dass ihre Intentionen und Beweggründe sich im Grunde nicht sehr von denen meines Volkes unterscheiden. Ist das etwas Gutes oder nicht? Nein, ganz und gar nicht. Es würde bedeuten, dass ich Zeit meines Lebens dem Irrglauben erlegen war, dass... Ich weiß, was du meinst. Die Alps sind eben auch nur Menschen. Ich werde niemals einer von ihnen sein. Vielleicht nicht, aber du kannst es versuchen. Wenn du jetzt aufgibst, dann werden die Skyans letztlich doch gewinnen. Schmerz, Leid, Zweifel und auch Gefühle wie der Hass und Gewaltbereitschaft. Das alles sind sehr menschliche Eigenschaften. Sieh es nicht als Schwäche an. Es ist eine Erweiterung deiner Wahrnehmung und deiner Fähigkeiten, dich in andere hineinzuversetzen. Komm mit mir, ich werde dir helfen, deinen Weg weiterzugehen. Aber es ist so schwer. Du bist in einem ständigen Wechselbad der Gefühle gefangen zwischen deiner Logik und deinen Emotionen. Lass mich dir helfen, gemeinsam kommen wir da durch. Und wenn ich versage? Dann versagst du, aber du bleibst nicht einfach stehen. Deine Willensstärke ist unermesslich. Das ist keine Willensstärke, Nyra. Das ist Menschlichkeit. So. Und jetzt komm, wir haben noch eine Menge zu erledigen. Gut, ich
Ich werde dir folgen. Und doch habe ich noch ein Anliegen. Natürlich. Und das wäre? Die Skyans. Ich will auch ihre Pläne studieren. Pläne der Menschen konnte ich ja noch verstehen. Aber die der Skyans? Die kennen wir doch jetzt schon. Tu mir einfach den Gefallen. Ich muss etwas extrem Wichtiges verifizieren. Ich konnte eine kleine Gruppe von ihnen ausmachen, die nicht weit von hier operiert. Wirst du mich begleiten, wenn ich versuche, ihre Pläne zu erbeuten? Natürlich. In Ordnung. Ich werde dir helfen, strategische Pläne der Skyans zu erbeuten. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Crony verlässt wieder die Gruppe. Mal gucken, wie wir denen dann wieder aufgabeln müssen. Sie werden uns sofort angreifen, sobald sie uns sehen. Das bin ich gewohnt. Die Methode, wie wir an die Pläne kommen, überlasse ich dir. Na, alles töten. Ja, ich denke schon. Bevor wir da wieder groß rumschleichen oder so. Na schön. Wir werden sehen. Das ist aber kein Sky und der hat keine Pläne. Aber pass auf, dass sie uns nicht überrumpeln. Wir überrumpeln sie. Ich habe schon so meine Erfahrung mit den Kerlen. Ich weiß, wir sollten trotzdem wachsam bleiben. 3 Stück nur? Aua. Ha. Das sind aufmerksame Kuratoren, ja. Okay, aufmerksame Kuratoren machen auch schon ein bisschen Aua. Ein großes Aua. Wieso hat er gestern getroffen? Nicht nett. Und jetzt kommt viel Zeugs. Das könnte tatsächlich hilfreich sein. Speichern wir ruhig mal. So, einen hätten wir. So, komm schon. Nummer 2. Ja, das Viehzeug hat mir jetzt echt den Hintern gerettet. Auch wenn es nur gammelige Eisschnüdel sind. Und das brauchen wir sie nicht unbedingt. Myra kann ja auch ganz gut austeilen. Jetzt fängt er schon wieder an, so im Kreis rumzulaufen. Das hasse ich doch, habe ich doch schon mal gesagt. So, genau, Paraschnabel. So. Geschafft. Es steckt wenig Effizienz in dir. Du bist immer noch sehr effektiv. Dankeschön. Das nehme ich mal als Kompliment. Nun, du hast die Skyans erledigt, aber hast du auch ihre Pläne? Ja, noch nicht. Da war ja noch was. Dann geh schnell und hol sie. Ich wollte nicht mit dir sprechen. Unfassbar.
Da wird man jetzt hier wieder als der Dulli dargestellt, obwohl ich noch gar keine Gelegenheit hatte, die Pläne zu holen. Oh, großer Elix-Trank. Ist das hier... Ne, sieht nur so aus. Ja, sieht nur so aus wie das, wo wir gegen Cassandra gekämpft hatten. Aber das ist ja ganz woanders gewesen. Kostenloser Gesundheitscheck. Ja, ist ja nett. So, wir müssen ja noch ein bisschen Loot sammeln, sehe ich gerade. Und natürlich die Pläne noch finden, die hier auch noch irgendwo rumliegen müssten. Ach, da ist noch so ein, eine Schnabelgeschichte. Okay, dann jetzt die Pläne. Hier hinten werden sie wahrscheinlich nicht liegen. Die müssten ja eigentlich schon da sein, wo die Kuratoren rumstanden. Also vielleicht hier irgendwo. Oder halt noch weiter in der Ecke da. Hier sind die Pläne der Skyens. Zeig sie mir. Es ist, wie ich es mir gedacht habe. Sie sind exakt nach demselben Strickmuster strukturiert wie die Pläne der Menschen. Die Wahrheit ist nun einmal die Wahrheit. Und die wäre? Die Erkenntnis ist, ich verstehe es jetzt. Der Selbsterhaltungstrieb, die Ideologien, das Zusammenrotten, die Liebe, auch der Hass. Ich bin von einem ruhigen und logisch denkenden Individuum zu einem zeitweise explosiven und hochsensiblen Menschen geworden. Und es beginnt mir zu gefallen. Ja, ich weiß, ich schwenke oft von einem Extrem ins andere. Doch ich glaube, ich möchte es nicht mehr missen. Auch wenn es heißt, dass ich unter der Last der Emotionen oftmals leiden muss. Ich finde, du schlägst dich ziemlich wacker. Danke, dass du mich nie aufgegeben hast. Ich bin dir etwas schuldig. Tatsächlich? Wie wäre es dann mit... Nie wieder Wachdienst. Verstanden? Hey, nein. Nie wieder Wachdienst. Versprochen. Gut, dann lass uns weitermachen. Ich glaube, wir haben noch einiges unerledigt gelassen. Aber dann jetzt ihre Quest geschafft? Mein Leben an deiner Seite ist für mich eine gänzlich neue Erfahrung. Okay. Ist das etwas Gutes? Das ist für mich sehr schwer zu sagen. Es ist das erste Mal, dass ich über diesen großen Zeitraum dem Elix entrücke. Ich finde, das ist schon eine beachtliche Leistung. Ich danke dir. Aber ich weiß auch, was für eine Nervensäge ich sein kann, wenn ich... Nun, wie auch immer. Ich beginne immer öfter über ein Leben nach dem Krieg gegen die Fremden nachzudenken. Du denn nicht auch? Ich meine, du musst doch Pläne haben, was du tun wirst, wenn alles hier vorbei ist und wir es überlebt haben. Ich glaube nicht. Für ihn wäre das, glaube ich, nix. Genau weiß ich das noch nicht. Ich würde mich aber freuen, wenn du ein Teil davon sein könntest. Dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen. Allerdings, nun, ich werde mal darüber nachdenken. Okay. Ich kann mit ihr noch nicht drüber sprechen. Nee. Ob sie mir bis ans Ende folgen wird. Also vielleicht ist die Geschichte hier doch noch nicht durch. Crony befindet sich vielleicht sogar schon auf dem Weg zur Bastion. Ah ja, Crony ist in der Bastion. Perfekt. Ja gut, dann kann sie auch erstmal, können wir das erstmal so lassen. Dann... Und sie kann uns begleiten. Möchte ich gerne den Elex-Trank trinken?
dann bekommen wir einen Lernpunkt dazu. Okay, dann werden wir noch einmal zu den Alps fliegen. Und uns nochmal den nächsten Punkt gegen die nächsten Resistenzpunkt holen. Ich hoffe, wir können uns den jetzt auch leisten. Müssen wir nochmal zu einem Händler. Yep, können wir uns noch leisten. Wir haben ja richtig viel Geld. Wahnsinn. Okay, aber auch hier die drei können wir uns nicht mehr leisten, weil wir da einfach viel zu viel für Konstitution für ausgeben müssten. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Nüchterne Flamme. Okay, wir sollten ja also etwas Zeit lassen. Dann Schluss mit lustig. Gut, wir brauchen den Enter gar nicht. Dann werden wir jetzt mit Bully zum Duke gehen. Das wird lustig. Dann können wir Bully hier auch endlich mal aus Tomstentown abholen. Ich weiß nicht, warum er da nämlich immer noch steht, obwohl ich ihn ja schon zurückgeschickt hatte zur Bastion. Er ist halt ziemlich stur. Das heißt, Nyra wird dann die neue sein, die hier in Thompsontown steht oder so. Oder dann werde ich sie mal zur Bastion zurückschicken, nicht, dass da noch irgendwas Blödes passiert. So. Dann können wir die Bully-Quest machen und dann kann man sie vielleicht dann auch bald mal fragen, wie sie das denn jetzt sieht mit dem Begleiten oder dann noch die nächste Mission für uns haben. Mitkommen. Klar noch. So, Bully haben wir und dann schleppen wir ihn natürlich in den Krater. Da waren wir schon lange nicht mehr im Krater. Bei den Outlaws. Ewig nicht mehr. Aber gut, warum auch? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir hier noch ziemlich viele Quests dann jetzt auch bei den anderen Fraktionen verpasst haben. Aber ja, ich sehe keinen Grund, die zu machen. Gar keinen Grund. So. Kann man dann machen, wenn man vielleicht nochmal einen Durchgang macht oder so. Eine andere Fraktion nimmt. Baxter! Ich sehe dich. Vergiss das nicht. Ich wollte doch noch was sagen. Ich habe kein Interesse an Konversation. Kapiert? So, passiert jetzt irgendwas, wenn ich ihn jetzt hier hinbringe? Ja. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Der verlorene Sohn kommt nach Hause. Halt die Fresse, Baxter. Du kannst froh sein, wenn ich dir nicht dein dreckiges Maul stopfe. Ich hab schon gehört. Hast es wieder mal verkackt, was? Nicht mal sterben kannst du vernünftig. Warum, hä? Sag schon, warum hast du das getan? Ich hab mir jahrelang den Arsch für dich aufgerissen und das ist jetzt nun der Dank? Und? Ging es dir dabei etwa schlecht? Nein, ganz bestimmt nicht. Du hattest bei meinen Leuten sämtliche Privilegien, also beschwer dich jetzt nicht über die Jahre, die du bei mir verbracht hast. Das ist am Ende aber nichts wert, wenn du erfährst, dass dein Abgang schon seit Jahren geplant war. Mir kommen gleich die Tränen. Deine alten Kumpels hätten sich ja auch mit dir einigen können. Haben sie aber nicht getan, oder? Nein. Also, gute Freunde, hast du nicht verloren, so viel ist schon mal klar. Und du hast es überlebt. Also, was willst du noch? Genugtuung? Ich will nur eine Antwort auf meine Frage. Warum? Zwei Platzhirsche passen nicht auf unsere Weide. Ganz einfach. Also, packt euren Krempel und macht, was auch immer ihr tun wollt. Aber nicht mehr in meiner Gegenwart. Was sagst du dazu, Bully? Ich weiß nicht. Ich habe da so einen Jucken in meiner Hand. Und ich glaube nicht, dass es durch Kratzen besser wird. Schluss jetzt damit! Der Duke hat euch was gesagt. Also, verpisst euch! Da kommt schon die nächste Pfeife. Lass gut sein, Bully. Der Wurm ist die Mühe nicht wert. Wie habt ihr mich gerade genannt? Das kann man doch auch friedlich lösen. Ach du Schande.
das so lange? Warum kämpft Bulli da jetzt nicht mit? Kann mal jemand einen Geschwister rufen? Ich meine, ich mach das doch nur für ihn. Eine coole Waffe hat die Leibwache. Die hätte ich auch gerne. Machen die noch mal was? So, na bitte. Kriegt euch mal wieder ein. Ihr habt euren Spaß gehabt. Jetzt ist gut. Also verschwindet und nervt woanders weiter, klar? Ach, das war alles. Schon ein bisschen enttäuschend, oder? Geht's dir jetzt besser? Nicht wirklich. Ich fürchte, es wird noch Jahre dauern, bis ich den Scheiß hinter mir gelassen habe. Ist schon traurig, dass du, Arsch, der letzte Freund bist, der von all den Leuten übrig geblieben ist, denen ich mal mein Leben anvertraut habe. Scheiß drauf. Ich gehöre jetzt zu deiner Truppe und werde dich unterstützen bei dem, naja, was auch immer du so veranstaltest. Du willst mich also nicht mehr töten? Ach, ich bin zu müde. Vielleicht später. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. So, und jetzt halt die Klappe und mach weiter. Alles klar, das war dann das Thema Bulli. Ja, dann gehen wir nochmal wieder zurück zur Bastion, dass wir dann wieder unseren Crony wiederholen können. Oder, ja, der ist ja eigentlich jetzt schon so der zentrale Gefährte, ja? So. Hui. Oha, bin wieder mitten im Baum gelandet. Ist natürlich die Frage, wo ist denn dieser vermaledeite Roboter hin? Bulli Crony ist dort. Da ist er. Hey. Ignoriert mich, wie immer. Alles klar, dann wäre das auch erledigt. Wir gucken nochmal, ob Nyra mit uns sprechen möchte, wenn sie denn da ist. Nee, ist sie noch nicht. Huch. Okay. Seht ihr auch, ne? Das, ja. Nyra ist noch unterwegs. Ist sie noch in der... Die war in Thompson Town. Nyra ist, weg. Bonnie, Kaya, Nasty, Bulli, Falk, Fox. Achso, ja gut, dann verabschiedet sie sich jetzt wirklich verabschiedet und kommt dann irgendwann wieder. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal hier irgendwie weiter. Wir sehen dann mal womit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.